Ja, hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Dark Souls 3. Dark Souls 3, Ashes of Ariandel. Und hier ist eine Glocke. Und ich würde mal vermuten, das war eine Bell of Awakening gewesen. War vor vielen Zeiten, vor vielen Jahren. Und ich höre hier schon wieder diesen blöden Ritter da. Also die sind jetzt hier gerade echt ein bisschen aufdringlich, die Jungs. Die wollen uns jetzt hier einfach nur ans Leder. Nein! Und wieder runtergefallen. Aua. Shit. Und da hat es mir gleich erwischt. Hätte ich mal meine Seelen gesichert. Ah, fuck. Das war jetzt echt, ja. Crass war das. Ich glaube, da kann man einfach durchrennen, ne? Ich glaube, das ist, da kann man einfach durchrennen, da hinten hin. Was man immer genau dann probieren sollte, übrigens, Leute, merkt euch das, das Durchrennen sollte man immer genau dann probieren, wenn man frisch seine Seelen aufs Spiel gesetzt hat. Also, lasst euch da jetzt nicht beirren, aber eigentlich sollte man das so nicht machen, wie ich es gerade mache. Aber ich meine, den Weg erkannt zu haben, den wir jetzt hier gehen müssen, nämlich da vorne auf diese Fläche, die stürzt dann ein. Dann gehen wir uns sofort unsere Seelen holen. Und suchen das Weite, weil gegen diese drei Ritter zu kämpfen, ist erstmal noch nicht so einfach. Hep. So. Und hi! Boah, krass! Okay, da müssen wir uns jetzt echt was überlegen. Also da haben wir jetzt endlich mal einen Gegner gefunden, der hier wirklich mal so ein bisschen DLC-würdig ist. Und wenn ich jetzt meine Seelen habe, ich nehme den Easy Way Out. Ich werde sofort mich zurück teleportieren und einfach nur Survival-Skill-mäßig unterwegs sein. Oh Mann, ey. Aber naja, da kommt immerhin so ein bisschen Spannung in die ganze Sache rein. Wird er es schaffen, sich seine Seelen zurückzuholen? So, ich mal das Fragment des Schwertes mitgenommen. Wo sind meine Seelen? Boah. Erstmal den Weg wieder replizieren hier. So, ich bin hinten lang. Hat die hier oben abgespeichert? Ah, gut, hat die hier oben abgespeichert. Sehr gut. Und weg. Haha, ich bin weg. Ja, die Jungs sind halt echt heftig drauf da. So, aber egal. Wir haben erstmal genug Seelen für einen Aufstieg. Genau, so, wir nehmen Belastbarkeit wieder einmal mehr. So. Und dann können wir nämlich wieder ganz einfach zurück und können uns dieser Situation dort annehmen.
würde die Jungs erstmal einfach stehen lassen oder irgendwie gucken. Meine, gut, die sind nicht so, also sie sind nicht so lebensstark, aber sie machen halt unglaublich viel Schaden. Das ist ihr Vorteil. Also sie sind jetzt nicht so, dass wir, also ich krieg sie schon kaputt gehauen. Aber der Nachteil an der Sache ist, dass sie mit ihren großen Hämmern da unglaublich den Schaden rausknallen. Mit ihren Glory-Hämmern. Junge, Junge, Junge. Das war jetzt ein Tänzchen gewesen. Ah, fuck it, das war jetzt ein bisschen verschwendet. War nicht so wild. Komm rein in die Höhle. Komm rein in die gute Höhle. Ja, wenn wir sie so ein bisschen separieren, also sie alle einzeln uns vorknöpfen, dann sind sie nämlich auch bei weitem nicht so stark. Aber der da hinten, der hat natürlich schon noch ein bisschen Power auf der Lunte. Aber den können wir nämlich von oben erledigen. Wir müssen halt nur ran, also runterspringen, ihn smashen, wegrollen. Und dann, keine Ahnung, danach ist alles offen. So, gesmashed. So, jetzt habe ich ihn einmal zu viel geschlagen. So, und tot ist er. Na gut, das ging doch jetzt besser, als ich dachte. Entmutigte Ritterseele mitgenommen. Na gut, dann haben wir jetzt erstmal hier alle drei Ritter erledigt. Boah, 12.000 Seelen immerhin dafür bekommen, nicht schlecht. Jetzt episch, wenn man jetzt diesen Baum hier so einfach umstürzen könnte. Ah, das kann man ja sogar. Baum fällen. Ach, wie geil. Ach, wie geil. Sehr cool. Ah, jetzt können wir nämlich hier. Quasi den Fahrstuhl als Schnellverbindung nutzen. Um diesen Weg über diese drei Ritter dann nicht nochmal gehen zu müssen.
Ach, hätte ich auch so hingekonnt. Ah, die Ritter waren also sozusagen optional, oder wie? Sieht mir jetzt gerade ein bisschen so aus, deswegen. Da vorne ist noch ein Baum zum Fällen. Ach, ja, ist dann auch wieder eine Abkürzung, wenn man dann da... Ah, okay, alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal den normalen Weg gehen. Ich glaube, ich habe schon so eine kleine Ahnung, wie wir jetzt hier laufen müssen. Ah, mittlerweile gibt es auch für diese Ritter hier mehr Seelen. Schaut mal, wir haben am Anfang nämlich nur so 300 Seelen bekommen. Jetzt gibt es schon 700. Ah, und da sind Wölfe. Bei dem Wolf da schnell mal kahl rasiert. Bin mal gespannt, ob es dann auch wieder so ein cooles Lösungsbuch gibt für, also so ein Guidebuch gibt für den DLC. Also nicht, dass ich jetzt hier unbedingt so ein Guidebuch bräuchte, aber ich finde die hat immer für Dark Souls sehr, sehr schön gemacht. Wobei muss man ja mit dazu sagen, dass Dark Souls 3 Guidebook um Welten nicht so gut war, wie das von Dark Souls 1 und 2. So, wir haben jetzt hier noch die Fackel bekommen. Die Anhängerfackel. Eine angriffstaugliche Fackel der Anhänger Pharaons macht Licht und ist auch als Waffe einsetzbar. Bestimmte Formen des Abgrunds manifestieren sich im Körper als Eiter, der früher mit Feuer ausgebrannt wurde. Oh Gott, ich dachte, ich bin jetzt da hinten einfach in den Tod gesprungen. Oh Gott, das klingt schon recht eklig, so mit Eiter und so. So eine eitrige Wunde ausbrennen. So, wartet mal, wir hauen uns mal schnell eine Glut rein. Weil ich habe das Gefühl, dass ich mich gleich wieder gegen den großen, bösen, schwarzen Wolf antreten darf. Das Gefühl habe ich. Und da will ich drauf vorbereitet sein. Ach, von hier aus hätte man jetzt auch noch da diese drei großen Wikinger-Ritter da, diese Mühlenfrost-Ritter angreifen können. Habt ihr gesehen, dass der übrigens rote Augen hat? Oh, scheiße. Gut, dass ich gerade noch eine Glut genommen habe. Ah ja, der Steinstoßhammer. Ach, wir müssen ja auch noch die Erdenaxt hier noch genauer untersuchen. Also die Beschreibung gleich lesen. Machen wir jetzt aber gleich. Ich will jetzt erstmal hier hinten
kurz weiterkommen. Ah, der Bogentyp ist genau dahinter. Das heißt, ich muss den erstmal schnell auf mich triggern, dass der mich verfolgt. Der will sich nicht triggern lassen, der Junge, ne? Ja, komm mal ein bisschen mit hier. Komm mal ein bisschen mit. Und jetzt. Junge, 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 ey. Die verlangen einem hier echt alles ab. Oh, scheiße. So, ich glaube, da vorne ist dann der Baumstamm, den wir dann hier so als Beschleunigung des Weges hellen können. So, erstmal musst du mal dran glauben hier. Oh, geschafft. Mann, 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 ey. Nicht schlecht, Herr Specht, wie die hier abgehen. Ist voll Laser, wie ihr abgeht. Ja, und da hinten ist nämlich dann der Baumstamm. Oh, sehr gut. Der rettende, querverbindende Baumstamm. Mit dem wir uns ein bisschen... ein kleines Auszeitchen verschaffen können. So. Eine schöne Schnellverbindung. Ah, ich mag es, wenn Spiele so aufgebaut sind. Also gerade Dark Souls 1 hat das ja sehr gut gemacht und Dark Souls 2 nicht so gut, aber Dark Souls 3 wiederum, ich finde hier sogar besser als im Hauptspiel, dass man sich halt so viele Abkürzungen und Querverbindungen machen kann, durch die man sich eben erspart, diverse sehr anstrengende Parts des Durchlaufs immer und immer wieder machen zu müssen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, wir können jetzt nämlich zack. Einfach das andere Bonfire nehmen. Das, was wir nämlich auf der Seite haben. Da ist es. Zack. So, kurz mal hochgeheilt. Und jetzt... Obwohl, nee, wir hätten doch das andere nehmen sollen, weil jetzt müssen wir nämlich hier wieder auf den Fahrstuhl warten. Ja komm, dich müssen wir jetzt mal so erledigen. Und jetzt können wir nämlich hier ganz einfach galant über diesen weiteren Baumstamm gehen und ersparen uns damit wieder ein bisschen Weg. Und schauen jetzt dort in einen neuen Durchgang, ja, der uns weiterführen wird, ihr lieben Leute. Aber was sich jetzt hier verbirgt, was, wohin wir kommen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.